Hallo, guten Morgen. Also heute geht es um Bachelor. Also ich habe vor 3 Tagen, also heute ist der 10., also am Montag, habe ich eine Transaktion auf dem Bachelor gemacht. Also ich habe zu diesem Preis Bachelor gekauft. Und ich weiß nicht genau, wie viel es pro Bachelor ist, aber ich habe für 1.187 habe ich 165 Badger bekommen. Also etwa für einen Preis von 7,1 Dollar. Und dann schauen wir uns mal, wie hat sich Badger entwickelt. Also Badger ist ein relativ neues Protokoll. Also momentan sieht man, das ist richtig hochgegangen. Jetzt gehen wir mal ein bisschen auf den Chart. Also hier sieht man so, der Preis hat sich so von. Also Startpunkt war über 6 Dollar, dann ist man auf 8 Dollar fast, dann ist es runter auf 3 Dollar, jetzt dann ist es wieder hoch auf 8, dann ist es wieder runter auf 6, und dann schwankt es. Und, also wenn man in Badger investieren ist, ist das Ziel möglichst nicht im Hochpunkt, sondern in einem Tief. Also so wie ich jetzt das sehe, denke ich, gibt es immer, also ich denke, es wird steigen, also ich gehe von Higher Highs und ich würde, wenn ich investiere, würde ich immer so bei einem Dump, würde ich immer, also ich würde wirklich so bei einem Higher Low würde ich investieren. Also jetzt momentan ist es wieder in einem Higher, also es ist so einfach in einem High. Das ist der High, gleiche Punkt. Also ich denke, es könnte eventuell auf 6 Dollar runterkommen. Also wenn es auf 6 Dollar runtergeht, dann oder eben unter diese, sagen wir mal, momentan ist es auf 7, fast 7, 8 Dollar, würde ich wahrscheinlich wieder investieren. Also momentan warte ich eben ab, aber mein Einkaufspunkt ist unter 8 Dollar. Also gut, jetzt gehen wir nochmal da zurück. Also ich habe hier bei diesem Preis investiert und momentan bin ich bei 120, 400, 120, also ich habe einen Plus. Also ich habe einen Plus von über 60 Dollar. Und ja, warum braucht man Badger? Also was ist der Sinn und Zweck von Badger? Also bei Badger momentan finde ich sehr interessant, dass man, wenn man Badger staked, kriegt man noch mehr Badger und hauptsächlich generiert man, also es gibt wieder 60 Tage, also 8 Wochen wird man, wenn glaube 40% von den ganzen Badger verteilt. Also wenn man da nicht mitmacht, ist die Chance vorbei. Und wie sie das machen, ist, es gibt genau eigentlich würde ich sagen, grundsätzlich 4 grobe Produkte. Das eine nennen sie Set. Also man hat hier so Bitcoin Vaults, wo man zum Beispiel Bitcoin und Badger und Wrapped Bitcoin auf Uniswap LP Tokens hinterlegt. Und dann kriegt man 1000% Jahreszins. Also das ist ziemlich, ziemlich hoch und ist gar noch nicht so viel hinterlegt. Also auf den Bitcoin Vaults ist viel, viel mehr hinterlegt. Darum sind auch die Zinsen ein bisschen tiefer als hier. Das ist jetzt der reine Badger Wallet. Also hier auf diesem Pool habe ich, glaube ich, das hinterlegt. Also vom Badge, man muss zuerst Badger hinterlegen, dann kriegt man B-Badger und dann B-B-Badger hinterlegt man dann nochmal. Also ist ein bisschen kompliziert. Aber ja, wenn man es mal macht, versteht man, man holt ein bisschen mehr raus. Also die anderen Pools sind dann eigentlich auf Curve Finance, ist das RenBTC, das sind vor allem Curve Finance Pool. Also RenBTC auf Curve, SBTC auf Curve. Und TBTC aufgehört, das sind jetzt die ganzen Sets. Und dann, was sie machen, ist, sie poolen das alles gemeinsam. Sie holen sich dann die Erträge von diesen Curve Finance. Also sie zahlen dann die Gebühren und man spart sich dann die Gebühren. Und dann tun sie ich glaube, man kriegt Curve. Dann verkaufen sie die Curve und dann tun sie noch mehr Bitcoin kaufen und staken es dann. So kriegt man dann viel, viel mehr Zins. Und weil sie viel, viel mehr Geld verwalten, also momentan reden wir von etwa 1615 Bitcoin hier, 1700 Bitcoin hier. Dann sind natürlich die Gebühren viel tief und die können das natürlich mehrmals am Tag wahrscheinlich machen. Also ich weiß nicht, wie oft, aber in der Regel stecken sie das immer wieder rein und dann vermehrt sich dann, also hat man den mehrfachen Zinseszinseffekt. Und da kommt man auf fast 100% pro Jahr oder über 100%, je nachdem. Also diese Strategie nennt sich Set. Und dann gibt es noch die Superset-Strategie. Also die funktioniert auf Harvest Finance. Und
auf Harvest Finance, ich glaube, es ist einfach, es ist einfach Harvest Finance und dann einfach RenBTC und dann die L-Bitcoin. Also die gleiche Strategie, aber einfach auf Harvest Finance. Okay, und dann gibt es eben diese ganzen Stakes. Also das hier sind, glaube ich, diese Dinge wieder. Und das andere ist eben das Staken. Also hier sieht man, habe ich jetzt 160 gestaked. Also ich gehe mal da so hin. Also hier müsste man zuerst, man kriegt zuerst B-Batcher, also man muss zuerst B-Batcher, man tut Batcher hinterlegen und dann kriegt man B-Batcher und dann die B-Batcher hinterlegt man dann nochmal, oder? Also das Ganze ist für Anfänger noch nicht ganz so einfach. Also in der Regel müsste man, glaube ich, auf hier hingehen und dann hier hinterlegt man seine Batcher und dann kriegt man B-Batcher eben. Und dann die B-Batcher tut man dann nochmal hinterlegen, also auf dem Stake und dann kriegt man dann B-Batcher. Also man muss das zweimal machen. Okay, gut. Und dann, das da ist der ganze Airdrop. Also ich habe jetzt, glaube ich, bei keinem Airdrop mitgemacht, darum kriege ich, glaube ich, auch nichts. Weil man müsste da irgendwie, es gab da irgendwo eine Liste, damit man, wo man mitmachen kann. Das waren, glaube ich, irgendwie plus minus, glaube ich, 11 oder noch mehr Dinge, wo man einfach in der DeFi-Branche Sachen machen hätte müssen damals, vorher. Und ich war da nicht so aktiv und darum habe ich eigentlich keine. Hier ist es zum Beispiel so ein Dings. Also, wenn man irgendwo da mitgemacht hat, da kriegt man eigentlich immer kostenlose Badges. Also, in der Regel ist fast alles, was, glaube ich, mit Curve Finance zu tun hat, glaube ich. Also, man müsste jetzt diesen Text da lesen. Also ich habe jetzt da nicht mitgemacht. Darum, ja, ich habe es auch gelesen, mal kurz, aber mir bringt es ja nichts, weil ich schlussendlich gar nicht da mitgemacht habe. Also, es ist im Reto, also wer qualifiziert? Alle, die bei SushiSwap in der Governance sind, die VBTC auf Compound, die Metakarte, DAO-Members, also jeder, der da irgendwo mitmacht. Also wenn ihr da irgendwo mitgemacht habt bei irgendwas, also wer auf Gitcoin gedonated hat, wer VBTC auf Maker supplied oder geliehen hat, wer provided bei VBTC, also fast alles, was mit Bitcoin, mit Wrapped Bitcoin, T-Bitcoin und so, alles, was damit zu tun hat, dann müsste man, glaube ich, einfach nur, hier hätte man seine Airdrops, da müsste man nur eigentlich Claim drücken, glaube ich. Und dann könnte man sogar noch staken. Und dann würde man sie eigentlich bekommen. Also ist relativ einfach, glaube ich. Und dann hier geht es ein bisschen um den Sinn und wofür eigentlich, was kann man eigentlich mit Badger machen? Also erstens geht es bei Badger um eine Strategie. Also das Ziel von Badger ist, sie wollen, dass Bitcoin smarter wird, dass man Bitcoin auch in DeFi, sie wollen Ethereum und Bitcoin zusammen verbinden und das zu einem besseren Ökosystem machen. Das ist das Ziel von Badger. Das heißt, wer da mithilft, wer sie finanziert, wer auch da mitmacht, wer das ganze System hilft aufzubauen, wird damit Badger belohnt. Also Badger haben momentan keinen Wert. Es hat einfach Wert, weil wir denken, es hat Wert. Und das Interessante ist, es gibt genau 21 Millionen Badger, also das ist genau gleich viel wie Bitcoin. Und das hat ein bisschen was Witziges. Und jetzt kann man die nächsten 8 Wochen, kann man wirklich, werden sehr viele Events gemacht, da wird sehr viele Badger werden wieder. Und mein Ziel ist möglich, viele Badgers zu holen. Also eben vor allem über die Set und die Strategien. Und dann hat man nachher dann Stimmrecht. Wer mehr Badger hat, mehr Stimmrecht und kann sagen, was dann passiert. Und das ist vor allem das Ziel. Das Hauptziel ist, möglichst viele Badger zu haben, um nachher zu entscheiden, was eigentlich die Badger DAO. Also es ist ein Decentralized Autonomous Organization. Also man wird dann wie Inhaber von einer Firma auf der Blockchain und kann dann wirklich bestimmen, ja, was ist das Beste für das Bitcoin, für das DeFi-Ökosystem, oder? Also wer viel Geld hat, hat auch viel zu verlieren. Darum ist eigentlich in der Regel sind da meistens sehr viele Leute, die große Verantwortung haben und sich auch gut darum kümmern. Okay, gut. Also was kann man sonst machen? Man kann Badger staken. Und dann kriegt man eben in diesen 8 Wochen sehr, sehr viele Badger. Also ich will mir jetzt möglichst viele Badger kaufen. Und ich bin jetzt gerade überlegen, ob ich mir wirklich 10.000 Dollar Badger kaufen will. Und dann, wenn man da irgendwie 700% hat, ich rechne mal so das aufs Jahr runtergerechnet, also wenn ich 700% habe, dann habe ich also das Siebenfache und jetzt rechne ich das durch 12. Das heißt, in einem Monat habe ich fast 60%.
Das heißt, ich habe 120%, also wenn ich jetzt $10.000 reinstecke und der Preis eigentlich konstant bleibt, dann habe ich nachher $20.000. Und das ist nicht schlecht. Also muss ich schon sagen, ich stecke da $10.000 rein und bumm, nach 2 Monaten, und wenn der Preis konstant bleibt, habe ich 20.000. Wenn der Preis sogar noch steigt, habe ich noch mehr, oder? Wenn der Preis sinkt, dann habe ich dementsprechend weniger, oder? Also wenn der Preis sich halbiert, habe ich eigentlich genau gleich viel, oder? Also ich habe, aber das Gute ist, man hat eigentlich, weil man nur Wrapped BTC reinsteckt, hat man eigentlich kein Risiko, weil man eigentlich nur seine Bitcoin ausleiht für diese 2 Monate, und dann nach 2 Monaten kann man die Bitcoin wieder rausziehen. Aber wenn man mehr Risiko haben, kann man theoretisch die Batcher kaufen. Und also ich werde wahrscheinlich mehrere Strategien versuchen. Ich werde wahrscheinlich diese Bitcoin hinterlegen. Also ich muss mir nachher noch anschauen, wie das genau geht. Also Bitcoin hinterlegen, damit ich kostenlose Badger bekomme. Und dann werde ich auch selber Badger kaufen, um nachher noch mehr Chance. Also es ist mehr Risiko, aber auch mehr Chance. Also wenn man wirklich sehr sicher sein will, also das Protokoll ist geaudit, die Leute sind nicht anonym. Das heißt, man kann einfach Badger, also wo man wirklich am wenigsten Risiko hat, ist eigentlich bei diesen nicht nur Bitcoin. Bei den Sets, also wie bei Curve Set, da haben wir halt das Risiko von Curve. Also bei diesen drei Sets haben wir eigentlich nur das Risiko von Bitcoin und Curve. Man hat zwei Risiken, oder? Und bei hier, da haben wir noch das Risiko von Badger, weil man hat Badger und Wrapped BTC. Aber da haben wir eben das Problem noch vom Impermanent Loss, oder? Und beim Stake, die hat man das Risiko vom Superset, da haben wir das Risiko von Harvest Finance, und Harvest Finance ist halt anonym. Und dann auch noch das Risiko von RenBTC. Also hier, ja, bei diesem bin ich nicht, da würde ich mich nicht so sicher fühlen. Das heißt, das da würde ich wahrscheinlich vermeiden. Also ich seh keinen Sinn und Zweck. Beim Staken hat man eh das Risiko vom Badger-Dings. Also, und momentan bin ich ja im Plus. Also von dem her geht das. Also der wichtigste Punkt eben bei dieser Strategie hier beim Staken ist, man muss einen günstigen Einstiegspunkt kommen und einen möglichst hohen Ausstiegspunkt, oder? Dann hat man eine große Chance. Also hier sieht man jetzt, wie setzt sich die Rendite zusammen. Die setzt sich eben aus Badger, also 300% Badger und etwa 350% B-Badger-Rendite, oder? Und hier sieht man auch, wie sie sich zusammen. Also setzt sich auf B-Badger, VBTC und dann Badger. Also ich glaube, ich weiß nicht. Ja, genau. Hier sieht man, kriegt man nur sehr wenig von SBTC auf Curve. Hier kriegt man auch ein bisschen Rendite von SRenBTC und der meiste eben. Das meiste kommt wirklich durch die Badger, und die Badger haben momentan sehr viel Wert, weil ich denke, es gibt noch kein Protokoll, was derzeit Bitcoin wirklich, was sich irgendwie Bitcoin und Smart Contracting und DeFi gekümmert. Also Badger macht da wirklich, wirklich gute Arbeit. Ich will jetzt gerade mal schauen, wie es so aussieht auf DeFi-Pools, also auf welchem Ranking das sie sind. Also das müsste, glaube ich, ich weiß nicht, ob man es überhaupt sieht. Also man müsste, ja, ich glaube, man sieht es auf die Bank. Die Bank, glaube ich. Die Bank. Die Bank. Gehen wir mal auf die Bank und schauen wir uns da an, ob wir das finden. Weil irgendwo muss das immer zuerst hinzugefügt werden. Also ich glaube, ich gehe mal auf Ranking. Also das heißt, hier sind die größten Locked-Systeme. Und dann, je größer, umso mehr Vertrauen hat es eigentlich von der Community. Also Batch ist momentan auf Platz 15. Also da sind sehr viele Leute daran interessiert. Also hier habt ihr dann auch die Beschreibung. Also Maker ist der Nummer 1. VBTC, also hier will man genau diese VBTC nutzbar machen. Und dann auch auf dem Compound, auf dem Curve-Protokoll. Und dann, ja, also das sind so die Top. Also wenn man hier vertreten ist, sind die Protokolle eigentlich schon wie vom Großteil von der Community akzeptiert. Also zum Beispiel, ich bin jetzt auch auf SushiSwap investiert, auf Harvest Finance und eben jetzt momentan bei Badger. Also die anderen Protokolle, also Maker ist für mich nicht so, man kann einfach Kredite holen, wie bietet einfach seine Bitcoin wrappen, aber Compound sind, also ich finde die jetzt eher langweilig. Uniswap kenne ich ja bereits, Curve finde ich nicht sehr interessant, weil die Renditen nicht sehr hoch sind. Sushi macht sehr gute Renditen. Synthetix macht auch sehr gut, also eben synthetische Sachen. Balancer macht also eben so Balance-Pools.
Baskets und das, also Jörn kenne ich mir jetzt noch nicht wirklich gut aus. RanBeat ist eigentlich das gleiche wie VBeat, ist einfach ein anderes Protokoll. Batch habe ich jetzt auch noch nicht so groß angeschaut und Cream wirklich auch noch nicht. Also so. Und Uniswap ist, denke ich, so wie das gleiche wie, wie Uniswap, einfach auf Uniswap. Also HBTC, glaube ich, sind das, ich glaube, das sind die Rap, die Bitcoins, die von Huobi, also vom, vor allem der größten Exchange, also einfach ERC20 Bitcoin. Das, da ist man einfach, da muss man wirklich vertrauen, dass Hit, also Huobi, ja wirklich die Adressen, also die Bitcoin ab sich, und die sind ja hier hinterlegt. Also man weiß genau, wie viele Bitcoin das sind. Also sie sind jetzt genau auf zwei Adressen, also Reserve. Kann man zum Beispiel anschauen, wie viele Bitcoin da drauf liegt. Und Huobi hat, glaube ich, extrem viele Bitcoin. Mal schauen. Hier sieht man jetzt die Adresse und ich weiß nicht, wo man, sieht man irgendwelche Daten. Ich müsste das jetzt verstehen. Und momentan finde ich es ein bisschen komisch. Also ich sehe nur Transaktionen, ich sehe nicht. Sehe nicht genau warum. Ich dachte, ich müsste doch extrem viel Bitcoin darauf sehen, dass da extrem viele Bitcoin hinterlegt sind. Mal schauen, vielleicht sieht man es auf dieser Adresse. Also hier sieht man zwar nur 6000 Bitcoin, also das heißt, also 6000 Bitcoin, das müssten jetzt, okay, das stimmt, glaube ich, nicht. Mal sehen, überlegen. Also 6000 Bitcoin. Das müssten 6000 Bitcoin mal, sagen wir, jetzt sind wir bei 20.000, dann sind das 120 Millionen. Und das müsste der ganze Ding sein von diesen HBTC. Ist das so? Rechnen wir das mal kurz nach. Okay, einen Moment. Also, dann sind die hier, HBTC sind jetzt 100, ja genau, das stimmt in der Welt, das ist genau das, es ist hinterlegt, also da kann man davon ausgehen, diese 110 Bitcoin sind hinterlegt bei Huobi, die haben die Kontrolle, haben das jedes Jahr geaudit, also die HBTC sind immer mit Bitcoin hinterlegt, also gut, das ist schon mal gut zu wissen, also gut, und dann, ja, welches, ja, das ist so interessant, da kann man ein bisschen schauen, also die Top-Protokolle, die auf BTC packed sind, sind momentan VBTC, RANBTC und HBTC. Und momentan glaube ich, das Boring BTC will, glaube ich, das Problem lösen. Ich weiß nicht, wo das ist. Das war doch irgendwo. TBTC, EMBTC, OBTC. Es gibt jetzt wirklich so viele BTCs. Also momentan das Stärkste ist halt VBTC, aber VBTC ist, glaube ich, wirklich von BitGo. Also Bitcoin macht auch Custodian Service für Celsius. Also man geht davon aus, dass es wahrscheinlich der sicherste Ort ist für seine Bitcoin. Also bei BitGo. Also die haben wirklich gute Sicherheit, aber wenn da wirklich was mal passiert, dann sind die auch bis 100 Millionen pro Wallet versichert. Also ich weiß nicht, momentan, glaube ich, gibt es nichts Sicheres, wo man seine Bitcoin halten kann. Und ja, die haben wirklich 80% vom ganzen Volumen. Und ob die anderen da Einfluss haben, das kann man nicht sagen. Also nehmen wir mal VBTC raus und dann sehen wir uns, wie sich die anderen Spieler. Also RANBTC hat nicht wirklich was geschafft. HBTC nimmt ein bisschen zu. Die anderen, eben das, was ich jetzt angeschaut habe, bewegt sich eigentlich auch nicht vom Fleck, also dieses, das Boring BTC, Boring DAO, schau mal, wie ist das? Da gibt es ein Boring, wo ist es? Okay, ich denke, ich bin ein bisschen unkonzentriert, ich will mich allzu weit abschweifen und vor allem ging es ja in diesem Video um Badger und da wollte ich eben noch ein paar Nebeninformationen mitteilen. Also gut, also eben. Für mich ist momentan, also jetzt könnte ich theoretisch, das sind etwa, also 8 Dollar mal 5, das sind 40 Dollar. Also wenn ich diese 40 Dollar holen könnte, kann ich die weiter staken. Aber jetzt müsste ich dann irgendeine Gebühr zahlen, um es zu withdrawen. Also es würde mich jetzt kosten, also 0,1 Ether. Also das ist jetzt mal rechnen, wie viel das genau ist. Also Ether. Kalkulator. Wenn wir mal CoinMama, den mag ich am besten.
Jetzt kostet mich das 0,1. Das, glaube ich, kostet mich $5. Also es kostet mich fast, nein, $6 kostet es mich, damit ich jetzt $40 staken kann. Und sagen wir mal, diese $40, sagen wir mal, also ich hole jetzt $40, zahle dann $5, also habe dann nur $35, und dann rechne ich mal aus, wie viel Zinseszins ich habe, wenn ich 700%, aber jetzt habe ich mal 700, mal 7, und dann geteilt durch 365, dann hole ich jetzt dadurch, wenn ich das jetzt raushole und wieder restake, hole ich dadurch 67 Cent pro Tag. Also das heißt, ich könnte jetzt wahrscheinlich, ja, ich denke, ich warte, ich muss jetzt wirklich so, man müsste jetzt wirklich lineare Optimierung machen, dann könnte man wirklich ausrechnen, zu welchem Zeitpunkt würde es sich lohnen, weil man zahlt für jeden Dings, für jeden Smart Contract, sagen wir jetzt $6. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel warte, ich warte jetzt nochmal 3 Tage, dann habe ich das 80 und dann minus $6 und dann jetzt sind das 6 Tage und dann mal 7 durch 365, glaube ich. Da man das. Also hier wäre jetzt 1, ich glaube, ich hab mich ein bisschen mit der Mathematik ein bisschen durcheinander. Also ich werde das wahrscheinlich in Ruhe mal überlegen, wann es sich lohnt, diese Badge rauszuholen. Also man kriegt alle 2 Stunden kriegt man die Badge und dann kriegt man ja, momentan sieht man bei Locked Value, also gehen wir mal, ja genau, auf das wollte ich eigentlich eingehen. Also wie sieht es momentan bei Badge aus? Da bin ich komplett weg von dem, was ich wollte. Also zuerst gebe ich mal Badge, also wo ist es? War irgendwo. Am Anfang, ja, hier. Also, wie sieht es mit Badger momentan aus? Badger ist komplett neu gestartet bei 18 Millionen. Jetzt ist es wirklich schon 120, 145. Also, momentan das Protokoll richtig am Abgehen. Das heißt, die Leute haben sehr viel Vertrauen. Also, am Anfang war es so wirklich, es war so ein bisschen hoch und dann runter und dann wusste nicht, was man passiert. Und momentan ist es eines der besten Systeme. Das heißt, wenn es. Und dann in glaube ich, am 15, also irgendwann kommt dann noch das Dick, dann kriegt man zusätzlich zu den Batchen noch diese Dick. Und da müsste ich jetzt genau schauen. Also das heißt, wer Geld da irgendwie in Batcher-Ding hat, kriegt dann wirklich, ich muss mal den schauen, Dick, Batcher, Medium. Da gibt es einen Bericht, dass man dann, glaube ich, nach 2 Wochen kriegt man dann auch noch diese Dick. Also das sind diese elastischen Token. Die kriegt man dann auch. Und ich denke, der Event kommt dann irgendwie, also von diesen Dick gibt es dann nur 6.250 und der folgt dann, glaube ich, 2 Wochen nach dem Launch von Badge. Also so, glaube ich, ist es veranlagt. Also eben, hier werden jetzt, glaube ich, so diese, also nur 32%, 23%, also eben 4 Millionen, aber 5 Millionen Badge werden in diesen 8 Wochen verteilt. Also die werden für die Miner bezahlt. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Und dann, das ist das DAO. Also hier hat dann, der DAO hat dann Geld und kann dann das Geld ausgeben. Gitcoin haben die Leute Badger bekommen. Airdrop werden auch 3 Millionen einfach verschenkt. Das Team, die Entwickler bekommen 2,1 Millionen. Und eben das DIC, da werden etwa, wie viel sind nochmal? Glaube ich 6.000, ja, 6.250. Also das ist im Treasury, das hat dann eben hier sind die 40%, die an die Community verteilt werden. Also ich muss viele von diesen Dick auch holen. Und dann, da wird das nachher in diesen, ja, wo sieht das? Also irgendwo war es, dass man eben, also ich habe es gesehen, aber momentan weiß ich nicht, wo ich es gesehen habe. Okay, aber eben, ich werde. Ich schau mal Dick Airdrop, Dick Airdrop, Dick Airdrop. Ein D zu viel. Dick Airdrop. Also ich denke, was passiert, wenn man möglichst frühe Dick Airdrop, Badger, immer Datum. Okay, also ich weiß nicht, wo man das sieht. Also irgendwo müsste man das finden, wann.
Also Launch. Also am besten, ich schaue einfach am besten mal im Dings nach, auf der Telegram-Gruppe. Weil in der Telegram-Gruppe wissen jetzt die Leute hier. Also im ersten Jahr haben sie $100 einfach verschenkt an sehr viele Leute. Also jeder, der dabei mitgemacht hatte. Dass man Minimum 20 von diesen Badges bekommt. Und dann bauen sie immer an diesen Dick. Und dieser Dick. Ja, das ist ein Elastic-Coin auf Ethereum. Wie der genau funktioniert, verstehe ich noch nicht ganz. Aber sie wollen machen, dass das DeFi auf Bitcoin größer wird. Das ist eigentlich das Problem, was sie eigentlich lösen wollen. Also sehr engagierte und positive Ziele. Also gehe ich jetzt mal auf Telegram und gehe ich mal auf die Badger-Gruppe. Badger. Also hier ist das Badger-DAO. Hier müsste man irgendwo, haben Leute dann Informationen gemacht. Man kann sehr viele Badger momentan nutzen. Also man kann das auf D-Bank kann man es wahrscheinlich sehen. Und ja, irgendwo war das. Also es ist auf Polynex gelistet. Auf Cover Protocol ist jetzt auch. Also sie haben die ersten 100 Millionen geschafft, was für mich sehr, sehr schnell ging. Und ja, ich weiß nicht genau, wie groß es wird. Es könnte wirklich so wie Harvest Finance, weil es Trusted könnte sehr schnell auf 1 Milliarde gehen. Also Harvest Finance hat innerhalb von 8 Wochen haben sie 1 Milliarde geschafft. Und jetzt momentan, also Badger könnte auch die 1 Milliarde knacken, wenn die Leute viel vertrauen. Aber man muss einfach seine Bitcoin smart machen. Man hat wahrscheinlich, weil es geoutet ist, ein relativ geringes Risiko. Also es kann natürlich immer ein Flash-Loan-Hack geben. Ich denke, die Leute sind vorbereitet. Und momentan, ja, ich weiß nicht, ich finde es eben nicht mehr. Momentan diese, wann es kommt. Aber ja, hier hat man halt nicht, hier ist halt keine Community, sondern hier ist einfach, glaube ich, nur News. Aber man kann selber nicht schreiben. Ich weiß nicht, ob es eine Badger-Gruppe gibt, wo die Leute Fragen beantworten können. Mal schauen. Ja, schon. Ich weiß nicht, ob da man das findet. Nein, man findet nichts. Okay. Aber ja, irgendwo, am besten wäre es eine Community, wo die Leute, wenn man Fragen stellt, dass man die Fragen auch beantworten kann. Also normalerweise bin ich eher das gewohnt. Aber momentan bei Badger ist es einfach nur News. Man kriegt einfach nur News. Also eben, die Chance, wenn Badger wirklich auf, so wie Harvest Finance damals, also momentan ist es sehr neu, es kann natürlich auch wie, also gehen wir mal ein bisschen auf Harvest Finance, wie sich Harvest Finance entwickelt hat in den ersten Tagen. Wo sieht man das am besten? Also, ja, hier auf D-Bank ist es am besten. Also gehen wir mal auf Harvest Finance, DeFi, und dann gehen wir mal hier Harvest Finance. Harvest Finance. Also Harvest Finance hat sich, wie hat sich jetzt das Ganze entwickelt? Also Harvest Finance war, jetzt gehen wir davon aus, es wird sich gleich entwickeln. Also Harvest Finance kam richtig, also die kamen hier auf, also die 270 und dann momentan ist es dann auf 50 Millionen und dann geht es auf. Dann haben es die 100 Millionen erreicht. Das war relativ bald, glaube ich. Ja, das war hier. Also so nach. Gelauncht wurde es am 8.8. Das heißt, das ist ähnlich wie zum Beispiel jetzt das. Warte, ich mache am besten eine Gegenüberstellung. Dann kam es genau 1 zu 1. Also Badger im Vergleich zu Harvest Finance. Also die beiden Protokolle machen sehr, sehr gute Arbeit. Denke ich. Und ja, wenn er gehackt wird, dann kann man nichts machen. Also gehen wir mal auf E-File-List und dann gehen wir mal auf Badger ein. Also Badger stellen wir jetzt mal gegenüber. Also gelauncht wurde es am 3. Also ich habe jetzt, wann habe ich jetzt investiert? Ich habe es am 7. Das heißt, ich bin jetzt 1, 2, 3, 4 Tage bin ich hinke ich hinterher. Und jetzt momentan sind wir bei Tag nach einer Woche. Heute haben wir eine Woche, also jetzt Harvest Finance nach einer Woche. Also Harvest Finance nach einer Woche, das ist jetzt etwa hier. Also momentan ist da mehr drin, also das ist mehr Trust, weil die Leute auch nicht anonym sind. Und jetzt gehen wir davon aus, Harvest Finance, da müssen wir nachher noch das im Vergleich zum Preis anschauen von dem Token. Und momentan wird da sehr viele Updates geben, also ich denke, da wird immer, der Preis wird wahrscheinlich steigen. Also dann sagen wir mal, gehen wir mal von einem Monat aus. Nach einem Monat könnte sich, also gehen wir mal zwischen einem Monat, also nach einem Monat war es hier.
Da war es auf 200.000 fast, also 170. Nach 2 Monaten, also gehen wir von 31, also hier war es, ja, bevor der Hack, da war es 1 Milliarde. Nach 8 Wochen war es hier. Das könnte bei Bachelor auch schon, Bachelor könnte das auch schon, weil Bachelor hat einen viel höheren Startpunkt. Und da können wir wirklich sogar irgendwie noch, sogar früher können wir die 1 Milliarde knacken. Jetzt schauen wir mal auf Dings, auf Coin Market Cap, haben wir den Token von Harvest an, also Farm nennt sich der. Dann schauen wir, wie sich der Token entwickelt hat. Also Farm hat sich, Moment, laden wir das mal, jetzt momentan ist er $100 wert. Dann sehen wir den Preis, sehen wir mal auf All, also der kam jetzt, sagen wir mal, 31. kam er raus. Also eben hier, der Preis wurde dann erst später gelistet. Und jetzt gehen wir davon im 31. Dann gehen wir zum Beispiel jetzt hier. Der Preis hat sich am Anfang, Startpunkt war relativ hoch, $400. Also, ja, das ist halt der Exchange. Aber dann hat es sich, sagen wir so, nach ein paar Tagen, ja, der Hochpunkt war ein bisschen hoch. Und dann die ganze Market Cap, also wir gehen da vom ganzen Total, glaube ich, diese Market Cap, also gehen wir einfach von der totalen Market Cap, also von diesen, das ist die ganze, die Token Supply und dann mal 0,105. Also da gehen wir jetzt momentan von 70 Millionen, ist hat das Protokoll wert. Jetzt gehen wir nachher dann auf Bachelor, also Bachelor hat momentan, gehen wir von 21 Millionen aus und bei $7, also momentan, wie viel ist das Protokoll wert? Also momentan sind wir $8, 21 Millionen. Also momentan ist es doppelt so viel. Also momentan, das würde ich sagen, ist ein fairer Preis. Also im Vergleich zu Harvest, Harvest hatte, wir haben hier nochmal gemacht. Also momentan, also Harvest Finance war, zum höchsten Punkt war es $200, $240. Also es war so, glaube ich, sogar über $300 war es wert. Also ich habe, glaube ich, einen Token bei über $300 gekauft. Und dann ist es dann runtergekracht. Also eben, sagen wir mal, Harvest Finance wäre immer damals war es wirklich so viel wert, also war es $200 wert. Da wären wir wirklich bei diesem Wert, wenn es $300, also geteilt durch 200 mal $300, da wäre es 20 Millionen wert. Und momentan denke ich, also ich denke jetzt, Badger ist günstig bewertet, also die ganzen Tokens. Also es ist wirklich ein gutes Protokoll. Also das heißt, mit $6 war es unterbewertet, also $6 wären $6 mal diese 21 wären, glaube ich, 120. Also da ist es sehr günstig bewertet. Also man kriegt ja zusätzlich zu den Badges kriegt man noch, ja, kriegt man ja noch die anderen, die dick sind es, glaube ich, ich weiß nicht, ob man die jetzt schon sieht. Ich glaube nicht. Also Badges existiert ja wirklich sehr, erst seit 3. Und der Launch wurde ja am einen, also nach 3 Tagen wurde es dann auf den gelistet. Also schauen wir mal ein bisschen Badger an, wo man die Badger kann. Also man gibt es nur auf Uniswap und auf One Inch. Und dann denke ich, das andere wird dann später kommen. Also bei Uniswap wird es wahrscheinlich auch gelistet. Und ja, momentan, mein Zielpunkt ist wirklich bei $6, wäre ideal. $7 geht auch noch, $8. Dann kauft man jetzt momentan 27% teurer, aber es kann ja wirklich, es kann, wenn das wirklich fliegt, also was ist es wirklich wert? Also momentan ist es bei Rang, also gehen wir davon aus, es ist diese 200 Millionen wert. Wo würde es dann stehen? Also 200 Millionen, dann wäre es hier etwa bei Grand Beatties, also würde möglich, Grand Beatties, es würde so wirklich, ja, es wäre, also ich würde sagen, ja, es könnte wirklich so in diesem Bereich hinkommen. Also hier gibt es Protokolle, die weniger Probleme lösen. Also ich persönlich finde es von der Ding her, von der Reputation wirklich stärker und den Nutzen, den es für die Community schafft. Also ich finde den Nutzen größer von Harvest Finance und auch
und auch Badger als zum Beispiel Swissborg. Also Swissborg ist eigentlich nur ein Exchange, der einfach in der Schweiz ist und dadurch ein bisschen mit mehr Vertrauen hat. Und ja, sehe ich hier, also Curve momentan ist eigentlich wie ein gutes Projekt, aber momentan, was bei Curve momentan irgendwie das Problem ist, es hat irgendwie keine, wie soll man sagen, Traction. Also es ist ein gutes Protokoll, also, aber irgendwas fehlt da. Also irgendwas fehlt. Darum merkt man so, also da gibt es auch keine Preisentwicklung. Also es tut seine Arbeit gut, aber es macht, da fehlt irgendwie ein bisschen Innovation. Also momentan, wenn man jetzt auf Curve zum Beispiel sieht, ja, nicht so sicher, schauen wir mal. Also gehen wir mal einfach zu Curve. Warum ist das jetzt so Ding? Okay, gehen wir auch mal Curve Finance, Curve Finance direkt. Gehen wir auf diese. Also momentan Curve, die haben das so ein altes Computermodell, man sieht da wie so einen alten Computer. Und ja, ich weiß nicht genau, also ist das so viel wert? Also sie machen nicht so viel. Also, sie haben einfach diese Pools, also US-Dollar-Pools, Pax und dann diese Bitcoin-Pools und die Stablecoin-Pools. Und ja, es macht einfach momentan nicht viel. Es gibt wenig Innovation, es gibt keine Events, also es gibt momentan passiert dann nichts. Oder dann ist auch der Preis. Und bei Badger sehe ich das wirklich ganz anders. Badger, die wollen wirklich Innovationen reinbringen. Also zum Beispiel, also ähnlich auch wie zum Beispiel Harvest Finance. Also wenn ich auf Harvest Finance gehe, dann sehe ich, da passiert was. Also die verbessern da die ganze Zeit Dinge. Dann habe ich jetzt gepoolt. Und da gibt es dann regelmäßig Updates. Also hier gibt es da wirklich dieser Event, da werden wirklich die ganzen Tokens verteilt. Schau mal, wie viel ich jetzt momentan habe. Also momentan habe ich 53, ich hatte 46. Da habe ich fast 6 bekommen. Also ich habe jetzt 6 habe ich bekommen. Also ich habe $600 bekommen. Momentan ist das Harvest Finance ein bisschen hoch und runter. Aber wenn das mal richtig hoch geht, habe ich dann richtige Kohle verdient. Also wenn zum Beispiel sich verdoppelt, dann habe ich statt $600 habe ich dann das Doppelte. Und ja, das könnte passieren, wenn da wirklich Updates kommen. Also bei Harvest Finance, auf der möchte ich auch gerne noch sprechen. Ich finde es wirklich interessant, weil da habe ich auch Geld investiert. Wo gehen wir hin? Also immer Harvest. Harvest. Ich hätte einfach klicken sollen. Harvest. Dann gehen wir auf Medium. Klicken wir einfach auf hier auf Medium. Also Harvest Finance. Also bei Harvest Finance mag ich wirklich, also die Leute sind zwar anonym, aber da kommen regelmäßige Updates. Oder also hier haben sie Make It Rain, Grain und so, da kommen wieder neue Editionen. Und die machen sie regelmäßig Events und so. Also die schauen wirklich auf die Community, die machen gar gut, die sind wirklich für die Community. Also eben. Das heißt, kriegen wir die Updates. Am 9. gab es ein Update, da haben sie sich über das Grain und so. Da haben sie da gibt es eine Erklärung, ich habe das glaube ich noch nicht gelesen, muss ich nachher noch lesen. Da gibt es ein Event, also wo sie auch mit Geld verschenken. Also das da ist ein Challenge, ich weiß nicht genau was, aber auf 88 MPH. Also hier haben sie dann wieder Grain und hier haben sie dann mit API Vision haben sie eine Partnerschaft zur Analyse. Also eben da passiert wirklich was, oder? Und immer wenn was passiert, ist das in der Regel immer für, sonst sind gut. Immer gute Nachrichten stärken eigentlich immer das Protokoll. Das heißt, Leute arbeiten, es ist kein totes Protokoll. Und das ist das Wichtigste. Oder? Also schauen wir mal zum Beispiel das neueste eben, schauen wir auf das neueste Ding an. Das interessiert mich jetzt gerade, das will ich jetzt gerade lesen. Also hier im Farm ist eine neue Edition, dann sehen Sie ja, was passiert ist. Da gibt es über 25 Pools mit Strategien für Farmer. Auf Grain und dann eben das Grain ist momentan glaube ich auf Uniswap. Sieht gleich nach Uniswap aus, also im Grain Token. Und dann, jetzt kommt das Bild halt nicht. Und dann gibt es ein API Vision, da müsste ich mal auf API Vision sehen. Und dann kriegt man, also ich tue es mal verbinden, dann schaue ich mal, was ich sehe. Also momentan logge ich mal in MetaMask und dann müsste ich Geld bezahlen. Nein, das ist von vorher. Also tue ich das mal rejecten. Okay, dann habe ich es verbunden, glaube ich. Habe ich es? Schau mal. Also gut, dann habe ich das jetzt mal verbunden. Dann wir werden sehen. Warum kommt es nicht? Okay, also müsste ich jetzt ich mal auf Home. Ah, ja, ich denke, ah, ich muss wahrscheinlich irgendwie
Geld bezahlen, damit ich, also ich muss 100 Vision haben, 100 US-Dollar Track, dann kann ich 100, wenn ich ein Dings, wenn ich ein Annual Membership, muss ich ein Annual MFP kaufen. Okay, das ist interessant. Also das heißt, da kann man sich so Membership, also das ist wirklich interessant. Da muss ich mich überlegen, ob ich das mache. Also hier kann ich zum Beispiel, schaue ich mal, connecte ich mal mit MetaMask. Also hier gebe ich mal meine Adresse, hi nakamoto.eth, gebe ich das mal ein. Dann schaue ich mal, ob ich das laden kann. Sonst muss ich dann meine Adresse kopieren. Also ich tue mir leid, dass es ein bisschen chaotisch ist, aber also so arbeite ich halt. Also schauen wir mal. Also jetzt müsste ich, habe ich meine Adresse. Ah, okay, ja, es funktioniert wirklich super. Also hier momentan sehe ich meine Locked Value, meine Gas Fee, welche ich bezahlt habe. Ich habe momentan 50 Dollar an Fees bezahlt. Ich habe da an Peel habe ich 160 Dollar. Ich habe Liquidity, habe ich 5% Zinsen geholt. Also gut, das ist 5% innerhalb von, sagen wir, bis 150 Tagen, glaube ich mal schon. Wie lange bin ich jetzt da schon dabei? Also der Großteil eben war jetzt hier die letzten, also seit 50 Tagen, also in 50 Tagen 5%, das ist nicht schlecht. Also das heißt in 50 Tagen 5%, das heißt in 100 Tagen 10% oder 30, 35% im Jahr. Das ist nicht schlecht. Okay, gut. Gehen wir mal rauf, was sollen wir sonst so? Also hier sieht man, auf welchen Pool das ich habe. Dann sieht man die Gewinne, die Verluste. Also hier auf Zelle habe ich einen Plus von 2500 Dollar beim Startpunkt. Also ich habe 20 Ether habe ich angefangen, da habe ich einen Plus. Zelle habe ich einen Minus von 400. Das heißt, hier habe ich einen Plus, aber overall habe ich einen Plus. Dann hier habe ich einen Plus. Also das ist wirklich gut, wie man das, um es zu tracken. Also hier sehe ich, habe ich einen Plus von UMA. Und dann habe ich einen Plus von 10 Dollar. Und hier habe ich einen Minus von 10 Dollar. Das habe ich hier nur einen Plus von 50. Also eben, das ist das Problem wegen, sagen wir, Impermanent Loss Gain. Muss man ein bisschen schauen. Also hier habe ich einen Minus von 110 Dollar. Und da habe ich einen Plus von 107. Das heißt, ich habe einen Plus von 26 Dollar. Also wenn ich jetzt nur eben dann, overall habe ich einen Plus. Also eben, ist das so Impermanent Loss und Gains Net Gain. Das ist wirklich gut. Also das habe ich noch nie irgendwo gesehen. Das muss man wirklich schauen. Also, und dann ja, kann ich das sehr, sehr gut trainen. Also es ist wirklich ein tolles Ding. Also super, habe ich was Neues gelernt. Und dann eben momentan das Protokoll ist relativ neu. Updates, Pool. Also ich muss mir das mal anschauen, ob ich da wirklich diese 100 Visions kaufe. Also eben, was hat man damit 100? Man Total API, Profit with Farm, Real-Time Quote, Price Quote, Delay und so. Hat man so Dark Mode. Ja, das Dark Mode, das will ich schon. Also wenn es nicht so allzu teuer ist, dann, ich weiß, schwer, kaufe ich es gerade. Also mal schauen, wie viel das wirklich kostet. Also es kann ja nicht die Welt kosten, also 100 von diesen Dingen. Also wenn es nicht irgendwie 100 Dollar kostet, dann kann man da wirklich schauen. Also connecte ich mal. Alles gut, connect die Wallet, es ist connected, also gut. Das Ding kostet Bonding Curve, was kosten da so 100 Membership Token? Also Buy Amount, also ich will jetzt gerne 100 Visions haben. Also 100 Visions, oh nein, das ist ja viel, viel mehr. Also ich muss die Menge von Ether, also wenn ich mal 0,1 bis 60, also das heißt, das sind etwa 50 Dollar für 60, also 100 Dollar, 100 Dollar, ja, ist schon recht teuer. Also 100 Dollar. Also will ich das nicht. Also 100 Dollar, das heißt, für 100 Dollar kann ich dieses Ding nutzen. Und ob das dann im Wert steigt oder nicht, ja, ich weiß nicht, ob man das irgendwo tracken kann. Also man kann auch das Liquidity Depot. Schauen wir mal zuerst, wie sich der Preis von diesem Ding entwickelt hat. Also ich finde das Protokoll ist relativ toll. Also schauen wir mal die Ether Vision, das ist ein neues Protokoll, da haben sie noch nicht so viel Liquidity Pool. Die Fees, die generiert sind 50 Dollar, also relativ wenig. Schauen wir mal die ganzen Volumen. Und also ich denke, das Projekt ist relativ neu. Ja, da sieht man noch nichts. Also es ist wirklich sehr, sehr neu. Das heißt, gehen wir mal auf den Ether-Scan, dann können wir das mal direkt auslesen, was da passiert. Also momentan sind da 90
Ion und dann momentan seit wann existiert, also das existiert eigentlich seit 16 Tagen. Uniswap, also momentan ist das Protokoll wirklich, wirklich neu, also wirklich ultra neu. Also das heißt momentan, ja, es gab wirklich noch fast niemand, der das genutzt hat. Also es hat auch fast niemand noch diese Token. Und jetzt, ja, was hat das Token wirklich wert? Also diese Vision Token. Also die Vision Token haben jetzt, haben sie, geben wir mal den Wert, also ein Vision Token. Also hier. Also der tiefste Punkt vom Vision Token war hier und dann ist es hier. Das heißt, ich will nicht am Hochpunkt halten, sondern ich denke, wie es ist, es geht also runter, und dann geht es wieder hoch, runter, hoch. Also momentan reden wir von diesem Preis. Und ja, hat es einen Nutzen? Werden das viele Leute nutzen? Also wird da regelmäßig geupdatet? Also hier kann ich nur, wenn ich Pro bin. Und dann hat man diese Benefits. Und dann same Benefit as Pro, except membership will expire. Also hier expired, da kriegt man Lifetime Membership und hier kann man sich ein NFT kaufen, der dann eine beschränkte Zeit gültig. Also kann man zum Beispiel, was kostet das, wie diese Rarability Token? Also der kostet da irgendwie 6 Ether, oh mein Gott. Ja, das ist ja viel teurer, also dann kaufe ich mir lieber was anderes. Also eben, dann müsste man hier, weißt du, diesen Vision kaufen. Also jetzt gibt's von denen, gibt's ja nicht viele. Also AP Vision Sales werden zum Besitzer. Das heißt, ich müsste jetzt das für 6 Ether kaufen, also für $3,000, könnte ich dann so ein Vision Membership. Dann hätte ich das, hätte ich Membership für ein Jahr. Das ist relativ teuer. Schauen wir mal die ganze Community an. Wie groß ist die Community? Wie viele Leute sind dabei? Also ich gebe ja nicht einfach jemandem so $100, den ich nicht kenne und was er dann tut. Also API sind 500 Mitglieder, okay. Also ich versuche da irgendwie mal, komme ich da hier hin? Sonst muss ich einloggen. Ja, ich kann jetzt nicht, ich kenne jetzt mein Login nicht. Kann ich da irgendwie einloggen? Okay, egal. Also, ja, momentan ist, ja, das Protokoll ist mir ein bisschen zu klein. Also, das ist wirklich eine kleinere Community. Also die ist ja auch kleiner als Spar-Coyote. Und für Krypto-Dings ist das eine kleine Community. Das heißt, momentan, ich will dann schon ein bisschen mehr sehen, oder? Also momentan sage ich ja, sie machen zwar ein gutes Dings, also gute Sachen, aber momentan will ich ein bisschen mehr wissen. Was ist es? Und wer steckt dahinter? Who's behind the team? Ja, eben, das sind anonyme Dings. Und man sieht da wirklich wenig. Also ich gehe mal auf den Twitter. Und das ist wirklich ein neues Protokoll. Also das existiert seit November, also seit einem Monat. Und dann folge ich den mal. Habe ich mal ein Follow da. Das heißt, wir sind da nur 7, die haben nur 700 Followers. Und dann eben momentan. Da gab es ein Update. Da gab es eine Member Vision Survey. Und dann jemand hat gesagt, das ist tolles Ding, was tolle Arbeit. Und dann hier haben sie den VR-Chart für Fresh LP Winners in Historic Volume. Da haben wir einfach mehr Informationen. Also will ich $100 für mehr Informationen bezahlen? Also ich kaufe da Informationen, habe dann Informationen, die dann niemand hat. Dann gibt es eine Kampagne. 10 Harvest Stake in USD will Randy Stack to receive 3-month membership. Dann hier congrats to the IP team. For one many partnership to come. Also da gibt's die Partnership announced. CoinGecko. Okay, das Ding ist. Ah, es ist, wurde auf CoinGecko gelauncht. Jetzt können wir dann die Dings schauen. Den Coin, wie er sich entwickelt hat, glaube ich. Also RPE Vision. Also was ist jetzt das momentan wert? Wie ist die Token Matrix? Also gibt es maximal 5 Millionen. 5 Millionen a 60 Cent. Das heißt, rechnen wir aus, also das, was sie jetzt haben, das ist so viel wert. Also 500 Millionen mal diese 0,6. Das heißt, momentan schätzen sie das, was sie da haben, ist 3 Millionen wert. Ist das für mich 3 Millionen wert? Also ist es das Projekt 3 Millionen wert? Sie haben etwas, gehe ich mal auf den Dings,
auf dem Medium. Also man sagt, sie sind entwickelt, aber finde ich, wenn ich dann in den 3 Millionen ist das gut. Also sie verkaufen Socken und haben Infos. Also die Professional Membership, wie sieht jetzt die aus? Sehen wir mal. Also ich bin ja ein Liquidity Provider, das heißt für mich als Professional würde sich das wahrscheinlich lohnen, oder? Das heißt, ich bin ein Lucky Moneymaker in Financial Trading, bin Large und so, und dann möchte ich, da brauche ich Informationen. Das heißt, für mich könnte sich das wirklich lohnen, weil ich habe dann einfach mehr Informationen. Also ich habe ja nicht die Membership nur für mich, sondern ich kann danach auch Leuten die Daten geben und kann eben das teilen. Aber momentan ist ja vieles ja eigentlich kostenlos. Ich sehe jetzt nicht genau den Unterschied. Also was, man müsste wirklich, wenn ich jetzt einen Monat teste, könnte ich ein Review machen, dann könnte ich sagen, ist das wirklich was wert oder nicht? Best beat the rest of the rest to be the best. Also man hat einfach mehr Informationen, oder? Ich kann, wenn ich 20.000 Visions habe, kann ich voten, da kann ich Gold Member werden, also und da kostet 60 Cent, also überlegen mal, wenn ich 2000 habe, mal diese 0,6. Das heißt, ich müsste da 1200, ja, das geht eigentlich noch, kann man noch verkraften. Ah, okay, ach, ich muss 100 pro 10.000, also momentan, wenn ich ja 30.000 hätte, oder 40.000, 50.000, das heißt, ich muss immer entsprechend mehr holen. Und das heißt, je mehr Geld ich habe, umso mehr Portfolio ich track, umso mehr muss ich da Fees haben, also der Token. Also ja, das ist interessant, das finde ich. Also Early Bird gets the worm. Schauen wir mal, was es sonst hat. Token not big deal around. Das heißt, momentan ist es ein Ding, ein Tracker. We are not an ICO, claim to return acquiring tokens. Simply, es ist einfach Membership Token. Ja, das ist gut. Also das heißt, die Kosten sind einfach so günstig. Das heißt, es geht so viel und dann kann man 10.000 Dollar tracken. Early Bird gets the worm. Also Vision ensures and exchange Vision back to ETH at 100% price of they used to exchange Vision in the first place. So, das ist zum Beispiel der Preis. Schauen wir mal den Preis an, wirklich von Vision zu Ether. Also momentan, so haben sie gesagt, mit 0,05. Das heißt, der Preis ist momentan, hat sich momentan, glaube ich, verdreifacht. Müsste ich hier schauen. Wo ist es? Hier. Also 0, 3, also momentan 3,0 und 5. Also 3,0 und eine 5. 3 Nullen und eine 5. Also man hat sich der Preis verdreifacht. Ist schon eine Menge. Und weil die Leute denken, es ist ein tolles Protokoll. Denke ich, ist es ein tolles Protokoll. Am Moment, ja, es könnte wirklich was werden. Also eben. Also nachdem 250.000 Exchange werden, will be sold on the curve at the current price. Dann werden sie zu Uniswap gepoolt. Also das heißt, da machen wir den Preis fest hier. Und dann momentan steigt der Preis und momentan sieht die Kurve nach den Leuten, es geht halt nur nach oben. Und das ist eigentlich immer, ja, mal schauen, wo sehe ich das? Ah, hier. Also hier gehen wir so von der Projected Things aus. Also momentan ist es bei hier. Ah, da werden immer mehr geissued. Das heißt immer, da werden nach Angebot und Nachfrage. Also wenn das Angebot zu groß ist und die Nachfrage nicht entsprechend steigt, wird der Preis runtersinken. Aber das Nachfrage steigt, größer steigt, als das Angebot wächst, dann ja, wird das dann mal schauen, wie sich das, wo ich es? Hier. Nein, wo habe ich es? Ah, ich habe so CoinGecko, genau, CoinGecko. Also hier. Und momentan ist der Supply momentan relativ gering. Also der günstigste Preis war wirklich, jetzt sagen wir mal diese 5, also sie haben gesagt 0,005, also gehen wir mal auf CoinMama wieder, Coin Mama, bitte calculate, also eben die 3,0 und 5, so viel kostet, also eben, ich denke immer diese 5 Cent, also 3,0, 5, also 28 Cent war der günstige Preis, also das heißt, momentan würde ich fast das Dreifache von dem zahlen, ja genau, hier ausgerechnet habe. Und dann müsste ich, wenn ich 10.000 Dollar tracke, müsste ich momentan
Also 10.000 Dollar. Dann müsste ich jetzt 100 haben. Also 100 mal. Das heißt, da habe ich eine Membership, eine Lifetime-Membership. Das heißt, momentan, wenn ich kein Member sein mehr will, kann ich jederzeit die Token kaufen und kriege eigentlich mein ganzes Geld zurück. Und wenn es gut kommt, ist der Wert der Token sogar mehr wert. Und da habe ich wirklich mehr Informationen oder nicht, das ist genau die Frage. Also ich denke, ich werde es mal wahrscheinlich testen. Ich schaue mir jetzt mal, was wir so haben. Also hier sieht man genau das ist wirklich die Analysen von den Impermanent Loss. Da kann man wirklich sagen, also wo habt ihr viel Impermanent Loss, war das wenig Impermanent Loss, auf welchen Pools. Dann schauen wir mal, wo hat man den größten Impermanent Loss. Also hier sieht man halt unglaublich viel Impermanent Loss. Hier auch, das heißt, die großen Impermanent Loss muss man irgendwie vermeiden. Und hier ist es einfach, mal schauen, was das Ausrufezeichen. Also das heißt, hier ist der immer noch größer als die Fee, die man collectet. Das heißt, bei diesen Dingen muss man immer aufpassen, überall wo das Fragezeichen ist. Und dann hier ist die Fee collected innerhalb von 24 Stunden. Und dann gehen wir mal auf. Also eben hier, das ist ein schlechter Dings, also DSD, das immer vermeiden, wo der Impermanent Loss riesig ist. Also ich werde zum Beispiel mal bei Dings schauen, bei. Schauen wir mal. Zell Ether. Jetzt muss ich das mal schauen. Also Zell Ether. Wo ich jetzt zum Beispiel da könnte ich jetzt wirklich, also hier eben, die machen da gute Daten. Das kann ich mal schauen, wie jetzt das so aussieht. Wie komme ich auf die nächste Seite? Hier. Also jetzt müsste ich auf dem Zell Ether. Jetzt habe ich es falsch gerankt. Ich müsste zuerst nach dem größten. Also hier. Also Zell Ether müsste, glaube ich, auf 29 sein. Sehe ich das? Nein, also Polsi ist sogar höher. Also Polsi momentan ist unglaublich hoch, da haben wir schon 5.000. Also hier zum Beispiel bin ich drin. Hier ist momentan der Impermanent Loss ist größer als der Ertrag. Das heißt, momentan wäre es besser, wenn ich Polsi halten würde, als da habe ich immer den Impermanent Loss. Müsste hier jetzt immer raushatchen. Also jetzt müsste ich genau das Sell rausfinden. Sell. Also Badger, hier hat man weniger Impermanent Loss als man Rendite. Das heißt, auf Badger würde es sich lohnen und man kriegt mehr Dings. Und dann habe ich eine Suchfunktion hier. Schauen wir mal, ob ich das finde. Also Manager, sagen wir mal Dings, also Zell. Habe ich das? Ja, geht nicht. Ich versuche es mal zu suchen. Zell. Das müsste doch findbar sein. Also Zell müsste irgendwo hier sein. Ja, hier Zell. Also momentan bei Zell ist der Impermanent Loss relativ klein. Also im 600 Dollar Impermanent Loss. Und dann hat man den Ertrag. Also hier kommt man auf 36. Jetzt kann ich zum Beispiel die ganzen Dinge. Also hier kann ich, wenn ich die ganzen Inception nachschaue. Also welches sind die besten? Wo hat man den kleinsten Impermanent Loss? Also wie Wrapped Ether und Zora hat man guten. Wie alt ist das Protokoll? Da hat man jetzt 3000 eingenommen. Hier hat man auch extrem hohen Dings. Aber ich denke, die Protokolle sind sehr, sehr jung. Mal schauen. Mehr Informationen. Sehen wir mal. Also momentan bin ich doch, kann ich sagen, ich bin relativ überzeugt von diesem Ding. Also ich denke, die machen wirklich gute Arbeit. Ich finde wirklich eine Länge. Also ja, kaufen wir einfach mal 100, denke ich mal. Wie ich die Pro-Version mal testen kann. Also sein. Müsste ich da irgendwo das kaufen? Ja, ich muss erst die Tokens kaufen. Okay. Schauen wir mal. Also ich will jetzt gerne das kaufen. Wie mache ich das? Das gehe ich mal auf Pro. Also jetzt mal, hier. Also jetzt müsste ich das kaufen. Go. Also irgendwie. Also ich will mir jetzt gerne 100 von diesen Dingen kaufen. Das heißt 0,02. Da kaufen wir mal 0,167. Ja, kaufen wir auch mal das. Also, gehen wir mal. Ich bin awarded, ich bin kein Amerikaner. Ich bin ist nur ein Utility für die Pro-Edition. Ist nicht zum Spekulieren. Und es ist. Accounts, Bonding, or Curved Interest, es ist kein Auditing und es gibt keine Dings, also keine
Allerdings ist ja nicht viel Geld, also es sind $100, das heißt, dass ich mich das mal testen kann. Okay, gut. Ich weiß nicht, ob ich die Token, also, oh mein Gott, das zahle ich da, es zahlt noch ein bisschen Fees, oder diese Menge Fees. Also gut, das kostet mich jetzt ein bisschen mehr als 0,17. Also, rechne mal, also momentan sagen wir $600 mit Ether mal 0,17, also und dann kostet mich das $100. $100, das ist eigentlich noch ja verkraftbar. Also, dann schauen wir, dass wir das mal haben. Also ja, das Problem ist momentan, auf dieser Adresse habe ich ein bisschen mehr Kohle. Ja, ich hätte es wahrscheinlich um anderen Links kaufen sollen und euch schicken, um mich das testen, analysieren kann. Momentan müsste ich noch viel, viel mehr kaufen, weil ich habe zu viel Geld momentan. Oh mein Gott, was für Probleme habe ich? Zu viel Geld, damit ich es tracken kann. Das heißt, ich müsste jetzt, wenn ich 30, also ich habe jetzt total habe ich auf meinem Portfolio hatte ich jetzt, ich habe jetzt $40.000. Das heißt, müsste das fünfmal mehr. Also ich müsste $500, dann kann ich das tracken. Okay, gut. Also nun sehen wir. Das heißt, momentan habe ich die Tokens. Ich tue die mal adden. Sehe ich die hier? Vision. Tue das mal adden. Ja, ich finde es. Vision. Ja, findet man nicht. Also jetzt, wie adde ich die? Also da müsste irgendein Smart Contract irgendwo sein, damit ich nachher meine Vision sehe. Okay, einmal, ich versuche es einfach mal anders. Vielleicht, also gehe ich mal irgendwie hin. Also hier passiert irgendwas passiert. Also jetzt, habe ich irgendwas, aber ich sehe nicht, was ich mehr habe. Also diese Professional Version Activate. Also hier habe ich irgendwas Activate. Das heißt, irgendwas habe ich. Da müsste ich mal. Hier habe ich die Watchliste. Das ist meine Watchliste. Ja, also hier sehe ich den Impermanent Loss vom ganzen Pool, glaube ich. Die Fees, die Collected. Also momentan ist der Impermanent größer als die Fees, die Collected sind, glaube ich. Ja. Hier ist der Dings, der Impermanent ist kleiner. Und dann gehe ich mal hier hin. Also hier haben wir die Adresse. Mal schauen, was passiert, wenn ich hier View mache. Ah, hier, also theoretisch müsste ich hier das, dann könnte ich da, wenn ich die Pro-Version hätte, könnte ich hier klicken und dann könnte ich theoretisch gerade alles tracken. Ohne. Das ist zwar eigentlich die Pro-Version, also es sieht eigentlich genau das gleiche aus. Also hier sieht man, ich habe $1.600 an Gebühren eingenommen, hier habe ich so viel, so viel. Okay, ich schau mal von den Leuten, die ich momentan das Portfolio verwalte, ob ich das auch sehen kann oder ob ich. Also ich habe zum Beispiel jetzt hier, wo ich bei einem habe ich das die Adresse, gehe ich mal da rein. Oh, ja, ich finde das wirklich so spannend, ich könnte das den ganzen Tag machen. Also gut. Also jetzt will ich da. Gehe ich mal auf Home. Das sind die Pools, die ich track und jetzt ich auf die Pro-Version. Also ich habe einfach ein bisschen mehr Infos. Also jetzt genauer dann schauen, was ich dann einfach mehr habe. Also ich schaue ich mal Go. Curve Membership. Ah, hier ist es einfach um Curve-Protokoll. Also hier. Also ich will jetzt zum Beispiel eine andere Adresse tracken. Also zum Beispiel hier die Adresse. Nein, habe ich falsch kopiert. Also die Adresse hier. Und möchte das gerne tracken. Und so schaue ich, dann gab mich die Leute, da habe ich wirklich Informationen den Leuten, also dem View. Muss ich mal schauen, was da passiert.
Also wird es geladen. Also der müsste jetzt theoretisch auf seine Adresse Sushi-Swap und Sell haben. Dann könnte man den Impermanent Loss erfahren. Also der im Sushi-Swap ist das eine. Also momentan hat er ein Plus auf Sushi-Swap. Also er hat ein bisschen mehr Sushi-Swap und hat der Impermanent Loss. Und dann hat er hier den Gain. Also 5 Dollar Gain. Und dann zwei, also er hat momentan einen Plus von 3 Dollar. Das heißt, momentan mein Kollege, der da investiert hat, jetzt genau diese 3 Dollar Gain und diesen Impermanent Loss. Und darum resultiert daraus eben diese 3 Dollar. Also jetzt kann man wirklich genau verstehen, wie die Dings, also eben, er hat jetzt genau diese Plus, ein bisschen Plus und dann hat er den Impermanent Loss wegen dem Sinken. Und dann, ja, man muss da wirklich genau, ja, das ist wirklich, also für mich denke ich, ist das wirklich hilfreich. Also wenn ich einfach Dings, da ich habe ich einfach Realtime-Daten und nicht der verzögerte. Ja, die Pro-Version ist mir übrigens, also Realtime Market Price versus Delayed, also Expected Queries, Speed Historical Profit Loss History, kann die History tracken, Adressen werden gespeichert, kann mehrere Wallet-Adressen auf einmal haben, Advanced Search, Dark Mode Switch, E-Mails, Alerts. Kriege ich immer Daily Summaries, dann kriege ich Outstanding LP Token Send to Contract, Addition AM, also kann ich immer noch die anderen Dings tracken, Value und so, und dann Vote für neue Features. So viel mehr kann man eigentlich nicht machen. Also, man ist einfach Real-Time-Daten, oder? Ich zahle für Real-Time-Daten und die sind jetzt ein bisschen verzögert. Aber schlussendlich, ja, ich habe jetzt mal Dings, also er hat jetzt minus 5 Dollar als Gesamtes. Er hat 20 Dollar Fees bezahlt und hat momentan ein Minus. Das heißt, momentan, wenn diese Rendite dann steigt, dann hat er dann ein Plus. Das ist schon mal gut. Also einfach nur schon das. Hier hat jetzt die zweite Adresse. Ja, genau, jetzt kann ich theoretisch alle meine Leute, die ich da verwalte, kann ich da die Adresse tracken. Also das zum Beispiel, was ich gestern gemacht habe. So, und dann haben wir einen Plus von auch mal rein. Dann sehe ich genau, was es an Gebühren gekostet hat. View. Ganz gut. Also da hatte mein Kunde Nummer 2. Kommt da was? Hatte zum Beispiel 6 Dollar an Gebühren bezahlt. Gas, ein Verlust eingefahren, aber auch ein Plus. Also Verlust, weil Impermanent Loss auf Dings, auf Ether und ein Plus aber auf Sell. Das heißt, wir haben momentan ein kleines Plus. Gut. Also, momentan haben wir ein kleines Minus überall. Aber nein, 24 Cent Plus. Also, das ist momentan, ja, das muss ich, diesen Impermanent Loss muss ich wirklich genau, also eben, man eben dieses, den Impermanent Loss kann man fast nicht vermeiden, aber man kann ihn theoretisch raushatchen, aber das braucht einem viel Arbeit. Und das lohnt sich eigentlich nur, wenn man viel Geld hat und damit oder viel Vermögen drin hat, dann kann man theoretisch den raushatchen. Und man kann dann zum günstigen Zeitpunkt Ether kaufen und dann ist Ether teurer verkaufen. Und da braucht man schon sehr viel Know-how. Und das kann ein normaler, also die meisten Leute, ich schaue einfach, dass ich auf Pools bin, die nicht so viele Impermanent Loss haben. Also wo man da wirklich verhältnismäßig schauen kann. Also schauen wir mal an, die größten Renditen. Und die größten Pools, also Base ist momentan das Hammerteil. Also da hat man extrem kleinen Impermanent Loss und extrem hohe Renditen. Das ist momentan werden da wirklich viele Dings, Erträge erzielt. Okay, gut, jetzt habe ich dann einen Kunden. Jetzt werde ich mal wahrscheinlich das Video beenden und dann mal schauen, ob sich da was ergibt. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.